ZMeifu stellt auf der ITSA 2018 Apex One vor. Apex One ist die EDR-Lösung, also Endpoint Detection Response-Lösung von ZMeifu. Das heißt, wir haben alle unsere Endpoint-Technologien kombiniert, in einer Art und Weise zusammengesteckt, dass der Kunde halt nur noch eine Menschenoberfläche braucht, eine Endpunktlösung, aber auch im Backend dementsprechend konsolidierte Daten bekommt. Das heißt, er kann sehr viel besser reagieren, weil einfach mehr Daten von den Produkten kommen, bekommt Informationen, wie er direkt agieren kann. Also er trinkt nicht in den Logdaten und hat einen riesigen Vorteil aufgrund der Integration, dass auch sehr viel automatisiert werden kann. Auf der einen Seite im Produkt selber, aber beispielsweise auch bei der Integration in ein SOC oder bei der Integration einer Third-Party-Lösung in Apex One. Nun trägt ZMeifu auf der einen Seite eine sehr langjährige, über 30-jährige Erfahrung im Cyber-Security-Markt. Das heißt, wir haben die Person, wir haben das Wissen, wir haben die Technologien und zwar alles in-house. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Produkt so konzipiert ist, dass es direkt verwertbare Informationen bereitstellt. Also nicht für den Administrator in Logdateien ersäuft, sondern wirklich direkt Informationen bekommt, mit denen er handeln kann. Und der dritte Punkt wäre eine sehr starke Automation für die Integration in SOC oder auch für Integration in Third-Party-Lösungen. Grundsätzlich würde ich am Bereich Endpoint Stand heute drei grobe Tipps jedem mit an die Hand geben. Der erste Tipp ist relativ banal: Patchen. Das größte Problem heutzutage auch am Endpoint sind unzureichend gepatchte Systeme. Das heißt hier zeitnah patchen oder mit Lösungen virtuelle Patches oder virtuelle Schilde aufspielen. Der zweite Aspekt ist eine Risikobetrachtung des Clients, also welche Einfallsvektoren habe ich, welche Technologien brauche ich, um mich dagegen zu schützen und auch diese entsprechend auszurollen. Und der dritte Punkt ist relativ simpel, ich muss meine Endpoints untersuchen, und zwar regelmäßig. Ich muss ein Bild darüber haben, wie meine Endpoints geschützt sind, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und was in meinem Netzwerk passiert. Und das muss regelmäßig passieren, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was ist Grundrauschen und was ist ein Angriff.